So, und damit seid gegrüßt zum heutigen Stream. Oh, da krieg ich gerade mit, dass ich die Sekunde. So, ich habe vergessen, die Sound-Options umzustellen. Sorry dafür. Ja, heute geht es um den Höllenkompass im PTR zur Season 5. Ich muss mich für gestern nochmal ein klein wenig entschuldigen, dass ich da doch so ein bisschen explodiert bin am Schluss. Aber ich muss sagen, ich hatte tatsächlich 3 Höllenhorden-Kompässe, wie auch immer, in der Höllenflut tatsächlich noch bekommen. Natürlich ist es ein bisschen schade, dass ich jetzt hier nicht die Sachen wie auf dem Live-Server habe. Aber sei es drum, egal. Wir werden jetzt erstmal hier die 2 Höllenfluten laufen. Höllenkompasse laufen, so rum. Und danach werden wir das Ganze einmal versuchen auf Welttier 4. Ich bin echt schon gespannt, wie das Ganze dann funktioniert. Ich muss gucken. Ja, I know it. Weil ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung. Na, wo kommen die nächsten Gegner? Ach, da kommen sie. Ja, also das mit den Höllenfluten. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Wahrscheinlich gibt es dann später eine bessere Möglichkeit. Da muss ich mal gucken. Oder müssen wir dann mal gucken. Okay, das Ganze ist jetzt hier Qual 3. Und dass ich gestern nicht in eine Überform wechseln konnte, lag wohl ein bisschen daran, dass ich irgendwie übersehen habe. Naja, falsche Schwierigkeitsstufe. So, aber egal. So. Also was ich schon weiß, was auch glaube ich bekannt ist, dass das Season-Thema kein großes wird, weil ja die ganze Season nur 2 Monate geht. Höllenbrut jagt euch. Massenschaden. Na komm, wir nehmen mal die Höllenbrut, dass die uns jagt. Plus 1 Äther, das ist schon mal nice. Jo, tu ich. Na komm. Okay, hier haben wir wieder 2. Also was ich mir wünschen würde, wäre, wenn unser Begleiter die Sachen hier auch mit aufsammeln würde. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Und ich bin dann schon mal gespannt, wie das Ganze aussieht gleich auf der nächsthöheren Stufe. Ich glaube, da
haben wir auch nur 4 Wiederbelebungen. Aber wir werden es sehen, falls wir dann da, müssen wir natürlich in der Höllenflut erstmal wieder farmen. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass da nicht, dass man die nicht irgendwo herstellen kann. Also daher, ich werde glaube ich heute am Ende des Streams nochmal ein weiteres Feedback geben. Okay, was haben wir hier? Jede Welle, ein Äther wird in jeder Welle erzeugt. Ätherische, eine ätherische Masse. Ne, komm, Bewegungsgeschwindigkeit nehme ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt hier, zu Beginn wird ein Ätherteil erstellt. Ja, wir haben zwar jetzt hier das, na, also irgendwie weiß ich nicht. Wurde jetzt, ach, zu jeder Welle. Ah. Wenn man mal ein bisschen lesen würde. Nein, egal. Back to topic. So, hier haben wir noch 2 weitere Bosse. Das gibt wieder 2 von denen. Was haben wir hier? Okay, wieder Bosse. Das ist nice. So, die sammeln wir gleich ein. So, okay, 21 haben wir. Puh, ich finde es also auch gut, dass man dann den Rest, was haben wir da? Höllenbrüter. Drei Äther, komm, nehmen wir. Welle 4 startet. Ja, warum auch nicht? Warum sollte ich da dran zweifeln? Ui, na komm. So, mach einen Schuh hier. Danke. Okay. Ah ja, Welle 4 sind wir ja jetzt. 33 haben wir. Ich glaube, da bin ich auch ein bisschen langsam unterwegs. Ja, wenn ich jetzt meine Waffen als solche hätte, die ich auch auf dem Live-Server habe, ich glaube, dann sähe das Ganze, oder auch die Ausrüstung, dann sähe das Ganze auch, glaube ich, noch etwas anders aus. So, dann dürfte jetzt in 7 Sekunden gleich die nächste Welle kommen. Oder die letzte. Plus Äther. Ätherische Salve explodiert und fügt ein. Na komm. Ich nehme weiter das Plus Äther. Oh, backe mein Zahn.
Okay, das war schon mal nice. Okay, 50. Das ist schon mal gut. Ja. Oh Mann. Okay, 55 haben wir. Also über 100 kommen wir, denke ich mal, jetzt nicht. So, in 26 Sekunden kommt genug. Wir entscheiden. Also ich muss tatsächlich gestehen, es kommt mir ein bisschen zu wenig. Genau, wir werden ein Urteil fällen. Es kommen mir ein bisschen zu wenig Gegner. Aber vielleicht ist das in der nächsten Stufe dann anders. Aber erstmal werden wir noch hier den. No. Okay. Ja. So, was haben wir hier? Equipment. Mal gucken. Ein Ring. Noch ein Ring. Und den Rest geben wir hier aus, weil das sind 25, 25 und dann haben wir noch ein bisschen Gold. So, okay. Dann einmal back in the city. Also ich bin echt dann mal gespannt. Klar müssen wir dann auf Qual 4. Wisst ihr was? Ich guck erstmal, was ich jetzt hier gekriegt habe. Ne. Auch nicht. So. Okay, dann kommt ihr weg. Das Teil packe ich hier in die Truhe. Genauso wie dich und euch. Ah, ich hatte vorhin gar keinen Trank zu mir genommen. Ist aber nicht so wild. So, und dann gehe ich hier einmal auf die Weltstufe 4, also Qual. Ah, können wir trotzdem gleich hier raus? Und dann einmal gucken, wie lang die Höllenflut hier noch geht. Puh. Oh, die hat gerade erst begonnen. Das ist doch super. Halt dich. Namen. Sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Falsche Taste. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ja. Und alles gut bei dir? Och nee. Schon wieder. Oh Mann. Und das ist doch super. So. Okay, das ist doch super. Oh Moment, da muss ich gucken.
Ah, okay. Oh, jetzt muss ich gerade mal selber hören. Ja, ich habe das Knacken gerade auch gehört. Beziehungsweise ich mache das einmal so, ja, stumm aus, dass ich mich selbst auch mal höre. Interessant, dass ich da jetzt gerade nichts höre. Doch, jetzt höre ich es. Da muss ich nämlich mal den gucken, wie das Ganze sich verhält, wenn ich das hier so, müsstest du mir dann gleich mal sagen, ob das jetzt besser ist vom Klang her und vom, dass es halt nicht mehr knackt. Weil das, ich verstehe es sonst nicht. Okay. Oder, ja, der hat mir die ganzen Sachen verstellt. Leider. Na, Equalizer brauche ich. Habe ich schon. Filter. Puh. Da weiß ich jetzt nicht. So, müsstest du mir dann gleich mal sagen, wenn ich im Spiel bin, ob es dann immer noch knackt? Okay, super. Dann versuche ich das jetzt mal, indem ich hier weiterspiele. Und ob es dann noch knackt werden. Knackt wieder. Ha. Okay, das verwirrt mich. Also ist irgendwas mit dem Spiel. Ich muss gleich mal in den Sp hm. Okay, dann werde ich gleich mal was gucken oder was überprüfen, sagen wir es mal so. So, und zwar Options Sound. Wavelink Game. So, ups, Moment, bevor ich jetzt wieder down bin. Ich habe jetzt mal die Options hier umgeändert. Sollte es weiterhin noch knacken, dann muss ich gleich noch mal weiter gucken. So, was haben wir hier? Okay, eine 75er. Ich weiß nicht, ob jetzt hier gleich beim ersten Mal. Ja, ist es. Okay. Gut. Dann werde ich hier gleich nochmal mich hier an die Seite stellen. Wir haben ja sowieso jetzt gerade einen Kompass gekriegt. Was schon mal nice ist. So. Ja, jetzt höre ich aber das Knacken. Ich glaube, das Knacken liegt an den an den Soundsachen im Spiel. So, ich stelle mich mal hier kurz an die Seite. Denn ich höre das Knacken auch auf meinen Kopfhörern. Und ich habe jetzt nicht unbedingt die Stimme mit an.
Okay, der Sprachkanal speichern. Achso, okay, das war nur das. So. Gerät, Mikrofon, aber das ist ja. Nein. Fokus auf Sprachchat, aber sowas von nein. So, zurück zum Spiel. So, da müssen wir mal gucken, ob es jetzt immer noch knackt oder weiter knackt oder wie auch immer. Weil sollte das tatsächlich der Fall sein, dann kann es sein, dass ich tatsächlich dass mein Mikrofon einen weg hat und dass ich irgendwie. Nee, ich höre das Knacken. Das Knacken kommt vom Spiel. Das Knacken kommt tatsächlich vom Spiel. Okay. Moment. Wenn das Knacken vom Spiel herkommt, kann ich. So. Dann mal gucken. Jetzt muss ich gerade mal selber in den Stream reinhören. Ob das dann noch knackt? So. Na komm. Ja, tut es. Ich höre es gerade. Das verstehe ich nicht. Ich mache das hier erst einmal. Ich brauche mehr Wut. Ja. Ich frage mich nur, warum. Ach, nicht. So, weil. Ich habe hier doch alles. Ich hab eine sehr gute Bandbreite. Na. Ich kann auch gleich nochmal einen Speedtest machen. Also jetzt höre ich gerade, dass es wohl nicht mehr knackt. Nee, doch, jetzt knackt es wieder. Das verstehe ich nicht. Na, okay, das Elgato Wavelink 3 ist auch schon etwas älter. Oder muss ich vielleicht einfach mal meine Stimme hier etwas runterdrehen, damit es nicht übersteuert? So. Probieren wir es mal so, ob es dann immer noch knackt. Ja, ich höre es, es knackt immer noch. Ich verstehe nur nicht.
Warum? Ja, das Problem ist, das andere Mikrofon kann ich ja leider nicht am Dings an das Elgato-System mit anschließen. Okay, haben wir vielleicht die Chance, noch eins zu kriegen? Jawohl. Und der nächste Höllenkompass. Super. Also daher muss ich meine Aussage vom letzten Mal revidieren. Ich werde das gleich einfach mal versuchen. Sobald ich hier das Ding be einmal beendet habe. Ach, das hat noch gar nicht. Ja, okay, jetzt beginnt's. Na gut. Das Ding warten wir noch ab. Dann dürfte ich eigentlich genug bekommen, um die Waffentruhe zu öffnen. Und dann werde ich einmal nachblicken. Werde ich dann einmal schauen. Dann dauert zwar einen kleinen Moment. Ich bin noch nicht bereit. So, na komm raus. 115, was brauchen wir? 125, okay. Ja. Oder nein, es kann eigentlich nicht daran liegen, dass ich im Ich noch Discord nicht bin. bereit. Ich bin noch nicht bereit. Na. Ich habe kaum noch Boden. Okay, gucke gleich nach. Okay, dann blicke ich gleich nach. Ja, Megabyte bei Ich bin noch Twitch. nicht bereit. Oder? Okay, PN, ja, nicht FN. Okay. Muss warten. Guck. Okay, der ist jetzt down. Super. Na. So, dann öffne ich noch schnell die Ich Truhe bin noch hier nicht und dann bereit. gehe ich einmal in die Stadt zurück und dann gucke ich mir mal deine PN an. Ja, Schwert, Schreit, Kolben, Schwert, so einmal porten und dann lese ich mir mal deine PN durch. Kann ich die mal so, dann ziehe ich mir das mal gerade kurz rüber. Nee, das ist sie. Aber okay, Moment. Sonst klappt es eigentlich auch. Ich gehe gleich auf die Punkte ein. Also einen Speedtest mache ich vor jedem Stream und der ist stabil bei mir. Ja. Okay.
Dann versuchen wir erstmal hier die. Also danke für die Tipps. Dann versuche ich erstmal die Grafikeinstellungen runterzustellen. Wobei, ja, die sind auf hoch. Dann würde ich sagen, setze ich die mal einfach mal auf Mittel. Ja, wie gesagt, das Elgato Wave 3 ist halt auch schon langsam in die Jahre gekommen, sagen wir es mal so. Bei was? Bei Diablo. Nee. Ah, jetzt kriegt er gleich leider Werbung. Sorry, da kann ich nichts dran ändern. Den Streaming-Mode bei Diablo. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Ja, sobald er mich hier wieder freigibt, kann ich das gerne machen. Unter was ist das? Unter Barrierefreiheit oder Verbindung, glaube ich, ne? Na. Sorry. Wieso lässt er mich jetzt hier nicht weiter? Ich glaube, das Ganze hat sich gerade mal aufgehangen. Wieder. Oh. Endet in einer Minute, wenn ich wenigstens mal davon was hätte. Okay, nee. Da stimmt, upsala, was nicht. Okay. So, mal gucken. Ja, das Spiel schmiert gerade haushoch ab. Sorry. Muss ich einmal neu starten? Ja, Werbung ist beendet. So. Au. Da habe ich die Soundeinstellungen so leise gemacht und dennoch sind sie beim Starten so extrem laut. So. Okay. Und zwar Verbindung, netzwerkübergreifendes Spiel, Freunde online, Clan-Mitglieder. Unter Connect. Connecticut. Also unter. Okay. Stream-Modus ist deaktiviert bei mir. Soll ich den dann mal aktivieren? Okay. Meinen Namen verbergen, Namen anderer Spieler verbergen, alle Namen verbergen.
Was soll ich denn da auswählen? Ich denke, ich nehme mal das. So, Änderungen speichern. Nur den Namen anderer Spieler verbergen. Dann wollen wir mal gucken, weil normalerweise müsste es dann ja jetzt aktiviert sein und es dürfte nicht mehr knacken. Aber du hörst mich jetzt nicht doppelt, ne? So. Okay, dann ist gut. Okay, das ist super. Ja, ich höre jetzt auch. Sage die Wahrheit. Ich habe gesehen, dass mein Achso, Vater die gegenüber Sounddings Verantwortung hatte ich ja nicht verliert. deaktiviert. Er will Chaos stiften. Ja, so ab und zu habe ich da noch was vergessen. Ja. Okay. Auf was sind denn jetzt eigentlich die Grafikeinstellungen? Ja. Auf Mittel. Okay, das ist alles soweit aus. Alles klar. Dann guten Hunger. Jo, bis gleich. Und ich werde mal gucken, ob ich irgendwie das hinkriege, dass das Knacken aufhört. So, weil normalerweise darf er hier nicht knacken. Okay. So. Dann mache ich das Noise Reveal, habe ich jetzt auch mal aktiviert. Weil, wie gesagt, das Blöde ist, ich kann halt nicht das andere Mikrofon anschließen. Weil das. Ja. Mit dem Elgato nicht kompatibel ist und dann müsste ich erst das andere Programm wieder installieren und. Aber ich werde es jetzt nochmal so normal versuchen. Na, ob es noch knackt. Aber ja, tut es teilweise. Aber auch nur bei gewissen Worten habe ich das Gefühl. Oder gewissen Silben, sagen wir es mal so. Ja, vor allen Dingen, das Interessante ist ja, dass jetzt kein Spielesound vorhanden ist.
Oder ich den zumindest nicht höre, sagen wir es mal eher so rum, ne? Ja, ansonsten muss ich tatsächlich sehen. Ich bin noch nicht bereit. Es ist ärgerlich. Ich bin noch nicht bereit. Ja, okay. Doch, man hört es. Als wenn er übersteuert. Sag mal, kann ich da nicht diese Übersteuerung rausnehmen? Aber wenn, weiß ich nicht wie. So. Ich gucke erstmal noch, ob hier eine da wäre noch eine Truhe. Okay. Ich gehe erst noch mal schnell zur Truhe, weil die Heldheit geht sowieso nur noch eine Viertelstunde. So. Oh, sorry. Bin noch nicht bereit. So. Ja, das ist da diese Übersteuerung. Ich doch mal durch da. Wie viel braucht denn das? Ich glaube 125 oder so. 110 habe ich. Ne, 75, okay. Ich muss warten. Schön, da haben wir noch wieder einen Kompass. Lebender Stahl, alles gut. So, okay, ich port jetzt erstmal in die City zurück. Achso, jetzt komme ich wieder nicht weg. Beziehungsweise ich gucke mal, ob ich das nee, da haben wir nur Voice Mod. Also Voice Meter habe ich nicht mehr nicht installiert. Kopfhörer. Okay. So, ich will jetzt mal gerade noch mal was austesten. Links nach rechts, ja, das ist ja soweit. Ob es dann jetzt besser ist, wenn ich im Spiel bin, weil ich jetzt noch beim Elgato Wave noch was eingestellt habe. Okay, da haben wir noch. Nee. So, werden wir noch mal gucken. Gut, ja, leider fehlt mir hier ein prächtiger Funke. Ja, das Rauschen im Hintergrund, da kann ich nichts dran ändern. Das liegt an dem Lüfter meines PCs.
Oh, sorry. Na, ah, morgen wird's lustig. Ja, was haben wir denn hier Schickes oder auch nicht Schickes? Ne. So. Also jetzt knackt gerade, glaube ich, nichts mehr oder ich höre es einfach nicht. Müssen wir warten. Also wie gesagt, sorry Leute, wenn es knackt. So, ich gehe aber jetzt trotzdem noch mal. Ich habe die ganze Zeit vergessen, das Ding zu öffnen. Weltlimit. Oh, drei wieder Belohnung. Drei Wiederbelebungen nur möglich. Okay, also nicht vier, sondern nur drei. Boah, sorry. Irgendwie bin ich ein bisschen durch den Wind. Aber na gut, sei es drum. Wie gesagt, ich höre mir das nebenbei an. Nee, aber es knackt. Ich höre es. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich irgendwie das andere Ding da anschließen, auch wenn es nicht ja richtig funktioniert. Weil Elgato will ja Ausschließlichkeiten. Ich war ja schon am Überlegen, ob ich von Elgato nicht mir dieses XLR-Teil hole. Weil da könnte ich dann nämlich auch mein anderes Mikrofon mit anschließen. Aber das kostet halt auch ein bisschen was, ne? Ich muss warten. Nicht genug Boden. Na? Ich bin noch nicht. Ja, mir fehlt definitiv der Ring und die Waffe. Also die Waffe für den Schaden und der Ring für das Erzeugnis. Ah, vielleicht habe ich ja Glück und mir droppt ein Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, komm, plus 25 Elite-Gegner-Schaden. Nimm ich hin. Das ist ja soweit okay. Aha, ich weiß nur nicht, ob ich wirklich die 25 Dinger jetzt hier zusammenkriege, weil ich habe jetzt gerade mal 9 beziehungsweise 10. Okay, 11. Da kommen Nummer. Nee, leider nicht Nummer
12 und 13. Muss warten. So, aber es geht. Ich bin noch nicht bereit. Jupp, ich weiß, dass du noch nicht bereit bist. Hüstel, Hüstel. Ja, okay, wenn ich normal rede, funktioniert's. Sobald ich ein bisschen lauter rede, übersteuert's. Also liegt das tatsächlich an der Übersteuerung. Okay. Nimm mal das. Jawohl, dann brauchen wir auch nicht so weit weggehen. So, und ich muss halt aufpassen, dass ich halt mit der Sprache halt dann ein bisschen leiser spreche. Trotzdem erst 12 und schon bei Welle, was ist es, 5? Ne, 3. 5, ja, jetzt haben sie mich. Ja, ich habe halt auch den Speed nicht. Oh Mann, na gut, egal, sei es drum. Ich habe kaum noch Wut. Ich weiß, dass du kaum noch Wut hast. Ich muss warten. Jupp. So, aber auch erst 15. Und schon. Ah ne, ist noch Welle 3. Okay, ich dachte gerade. Ich muss warten. Nimm mal das, plus 3 Ether. Nimm mal mit. So. Ich bin noch nicht bereit. Jawohl, Nummer 19. Na, wieso kriege ich dich denn nicht platt? Sag mal. Ja, da merke ich definitiv, dass mir der Schaden fehlt. Okay, 29. Also 25 haben wir auf jeden Fall schon mal voll. Also eine Truhe können wir auf jeden Fall öffnen. Und wenn ich die nicht... Ah ne, da ist noch. Okay, da ist der eine. Gut. So, welche Welle ist das? Welle 4. Ich muss warten. Wow, 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 wow. Ich bin noch nicht bereit. So. Was kriegen wir? Plus ein. Was? Ah. Okay. Plus 50% schneller Ether. Das ist schon mal nice. Das nehme ich mal mit. Vielleicht kommen wir dann auf 50 wenigstens noch. Dass ich hier noch ein bisschen, dass ich vielleicht zwei Dinger öffnen kann, anstatt nur eins. Bin noch nicht
So, 36. Nee. Nö, nö, nö. Bin noch nicht bereit. Auch nur 37, naja. Egal, sei es drum. Ist ja sowieso alles nur ein Test. Ich bin noch nicht bereit. Bisschen ärgerlich ist, dass ich hier jetzt keinen. Oder haben wir noch einen. Halt. Mir fehlt die legendäre. Ist schon 5 von 5. Okay, wir testen dich. Na gut, machen wir das. So. Okay. Ich muss nur. Ah, jetzt fehlen mir wieder Energie. Ich muss warten. Ja, auf 38 bin ich gekommen. Und ich weiß halt auch nicht, ob es jetzt dann auch wieder 25 sind zum Öffnen oder ob es dann mehr sind. Okay, der ist schon mal hin. Das heißt, nur noch einer lebt. Und der wird jetzt auch hoffentlich relativ zeitnah das Ganze. Ich muss warten. Platt gehen. Okay, das war's. Ja, kostet auch nur 25. Oh, hier sind 3 Truhen. Was haben wir hier? Equipment. Oh, nein, ne? 250. Und das Blöde ist, ich weiß halt nicht, ob das gesammelt wird. Wie soll man denn das packen? Wisst ihr was? Ich teste das einfach mal aus. Ich öffne hier eine Truhe, die 13 hebe ich mir auf. So, gehe raus und gehe dann ins nächste Dungeon rein. Oh Mann. Da müssen wir mal gucken. Wie spät haben wir es eigentlich? 21:56, okay, alles gut. So, dann nehme ich gleich den nächsten Kompass. Ja, einmal bitte porten und dann werden wir jetzt gleich wissen, ob die 13 Punkte sozusagen gespeichert werden. Weil wie soll ich hier die 250 voll kriegen? Nein, werden sie nicht. Ich habe es fast befürchtet. Wie soll das funktionieren? Wahrscheinlich, indem man irgendwie eine spezielle Combo macht oder so. Oder die Gegner wirklich so schnell platt haut. Ich muss warten. Okay.
Vielleicht muss ich tatsächlich irgendwie gucken, dass ich einen Trank im Bereich Movement Speed mir nochmal zu Gemüte führe. Oh, da hat's gehakt. Ich bin noch nicht bereit. Puh. Dass ich hier wirklich auch wesentlich schneller unterwegs bin. Weil, wie gesagt, die Rüstung, die ich hier habe, die ist ja jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. So. Weil ich wüsste sonst nicht, wie man hier plus ein Ätherbild in jeder Welle erzeugt. Okay, nimm mal das plus ein Äther. Also da muss ich sagen, das ist etwas verwirrend. Also das heißt, man muss irgendwie sehen, diese 250 Dinger in diesen 5 Wellen zusammenzukriegen. Wie auch immer das gehen möge. Ja, nach dem Run werde ich dann definitiv mal schauen, ob es irgendwie ein Movement Speed Trank gibt. Wobei müsste es eigentlich geben. Ich bin noch nicht bereit. Ja, jetzt hakt's. Okay. Was haben wir hier? Plus ein Äther. Bewegungsgeschwindigkeit, 50% schnelleres Äther. Okay. So, ich glaube, das liegt hier wirklich an der Beta. Mit dem Knacken, weil im normalen Streams ist es, glaube ich, nicht der Fall. Na, krieg ich dich mal bitte? Danke. 19. Wie soll man... Ich bin noch nicht bereit. Wie soll man hier solo auf 250 kommen? Das verstehe ich nicht. Ich muss warten. Ich muss warten. Also hier haben wir noch einen. Wiederverbindung erfolgreich. Ha. Sorry, dass es da gerade zu Verbindungsproblemen kam. Da machen wir nochmal 50% schnelleres Dings, habe ich gerade gewählt. Ja, und es ist auch schon wieder mit der Übersteuerung.
Also, mein PC ist jetzt nicht der schlechteste. So, und normalerweise auf dem Live-Server funktioniert das auch. Also kann das streng genommen nur mit Ich bin auf dem Server. Dem PTR zusammenhängen. Weil anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären. Ja, wieder nur 31. Wenn es hochkommt, schaffe ich eventuell 50. Ne, nicht mal. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Nee, Noch nicht wieder bereit. nur 33 oder so. Oder maximal dann gleich 37. Ich muss warten. Ich. Ich habe keine Ich muss warten. Verstehe es jetzt nicht. Mal zwei Ether, das ist doch schon mal nice. Dann werden wir mal gucken. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Oh. Ja, da hakt's gerade wieder. Bin noch nicht bereit. Weil dieses Mal zwei Ether ist zwar schön und gut, Ich muss warten. aber irgendwas scheint da doch ein bisschen zu haken. Weil ich habe jetzt gerade mal Ich bin noch nicht bereit. 46. Ich bin noch Ja, nicht ich bereit. muss unbedingt was für den Movement Speed Ich muss warten. machen. Okay, 52 haben wir schon mal. Das ist nice. Bin noch nicht bereit. Okay, hier haben wir noch mal 54. Ich bin noch nicht bereit. Na komm, mach einen Schuh. Ja, okay, auf 55 bin ich gekommen. Naja, dann muss ich gucken. Ich bin noch nicht bereit. Also irgendwie muss es einen Trick dann geben, 250 Ether zu bekommen, weil sonst würde das ja hier nicht stehen. Oder was auch immer diese Dinger sind. Weil wenn die nicht... So, okay, es liegen alle. Ja, weil die 250er Truhe kann ich wieder nicht öffnen. Stiefel. Okay, komm, die letzten fünf kann ich dann hier öffnen und dann kriege ich noch ein bisschen Gold. Das ist schon mal nice. Also es muss irgendeine Möglichkeit oder einen Trick geben, um auf diese 250 Dinger zu kommen.
Ja, ich glaube, ich weiß, warum es hier auch teilweise zu Frame-Einbrüchen kommt. Auch aufgrund des Unwetters. Was ja hier ringsrum irgendwie um uns herrscht. Ja, okay, uns fehlt auch tatsächlich der Schaden. Ja, ich meine, die Rüstung ist jetzt jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ich werde mal gucken. Ich werde mal gucken oder will mal gucken, ob ich eventuell hier tatsächlich eine bessere Rüstung kriege. Da muss ich noch mal gerade schauen. Fury per Seconds, Boots, ja. Was weiß ich, die Hose. Rüstung, maximales Leben, Stärke. Stärke, maximales Leben, Rüstung. Die ist schon mal soweit okay. Rüstungsbewegungsgeschwindigkeit. Ja, hier ist Tritt plus 3. Und das ist schon mal. Da sollte eigentlich Resistance All Elements mit bei sein. Dieses Tritt ist schon mal für ein Bobbes. Und bei den Handschuhen. Critical Strike Damage, Stärke und Critical Strike Chance. So, das heißt, ich müsste noch mal bei den Schuhen gucken. Darin steckt nicht wenig Magie. Eure Gebete wurden offenbar erhört. Ne, das ist falsch. Okay, da hätten wir jetzt Wut pro Sekunde. Sprung brauche ich nicht. Rüstung, Leben pro Sekunde hätte ich auch nicht. Sehr schön. Könnte aber besser sein. Boah. Sehr Allein schön. das. Könnte aber besser sein. Zum Beispiel dieses Klicken, Eure ne? Gebete Das darin steckt nicht wenig Magie. Eure dauert Gebete wurden offenbar erhört. Ewigkeiten. Ja, okay. Maximales Leben, Widerstand gegen Schatten. Ja, hahaha. Komm. Vergiss es. Seid ihr Dann will ich mal schauen, ob ich hier Tritt runterrollen kann und dafür Ausweichchance, nein, maximales Leben, nein. Dann machen wir erstmal Stärke. nicht das. Ja, die Rüstung ist halt teilweise crap, ne? Widerstand gegen alle Schadensarten. Naja. Leben pro Sekunde. Nehme ich mal maximales Leben. Kann man da eigentlich überhaupt Wut pro Sekunde, ja. Okay, Wut pro Sekunde ist nice, nehme ich mit.
Das nehme ich erstmal mit. Jetzt will ich mal gerade gucken hier, ob es irgendwie. Okay, hier mal Quest Elixier. Blitzwiderstand. Giftwiderstand. Das interessiert mich gerade gar nicht. Sondern was mich interessiert, ist hier. Kritische Trefferchance. Was habe ich hier jetzt eigentlich an? Ach, du ahnst es nicht. Viel zu wenig. Ja, Bewältigungsschaden, Angriffsgeschwindigkeit. Brauche ich nicht, sondern da muss ich mal Rüstung brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Wo war denn der jetzt gerade? Ressourcen, kritische Treffer, Schaden. Dann nehme ich mal den. Zweimal mit und dann gucke ich, ob es hier noch irgendwie was mit Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Intelligenzerhöhung. Nein. Wieso bist du denn jetzt? Ach Mann. Okay, Stärke, Geschicklichkeit. Nee. Nee. Okay, ich nehme dich einmal mit und dann. Ja, das Blöde ist, wir haben hier halt Möge das keine Licht über euch wachen. Bewegungsgeschwindigkeit. Also uns fehlt tatsächlich die Bewegungsgeschwindigkeit. Wach sein. Hier ist zwar schon Bewegungsgeschwindigkeit drauf, aber hier fehlt auch wieder das Mobilität. Ich roll da jetzt einfach mal oder versuche, dürfte, glaube ich. Ja, okay, 11% Bewegungsgeschwindigkeit, das ist schon mal ganz gut. Dann wollen wir mal gucken, ob das vielleicht sogar reicht. So, dann einmal dich, einmal dich, einmal dich und einmal dich. Ist wieder der Dungeon, okay. Nee, ich werde es noch mal versuchen. Na komm. Ja, wie gesagt, das ist halt die Rüstung ist crap, die ich teilweise habe. Bis halt auf den Kopf und die Handschuhe, Kopf und die Brust, sagen wir es mal so. Der Rest ist wirklich eher Mist.
Ja, okay, der Trank funktioniert noch, das ist gut. Ich muss warten. Aber wie soll man da? Ich glaube, da alleine ist es Ich bin noch nicht bereit. so nicht wirklich funktionabel. Beziehungsweise machbar, diese 250 zu Ich kriegen. muss warten. Oder wie gesagt, ich mache einfach was falsch. Ich bin noch nicht bereit. Weil jetzt ist zum Beispiel die erste Welle rum. Jetzt haben wir da Höllenbrut. Plus ein Ether. So, mal gucken. Ich bin noch nicht bereit. Irgendwas mache ich hier Ich muss wohl warten. falsch. Ich hoffe, dass ich das bis zum Live-Server Bin noch nicht bereit. tatsächlich noch rausfinde, was ich da falsch mache. Ich muss warten. Also bis dann Season 5 kommt im August. Es sind auch wieder nur 18. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Okay, da sind noch ordentlich welche. Ich muss warten. Naja, ordentlich ist jetzt untertrieben. So, vielleicht sollte ich die erst einsammeln, nachdem alles Äthrische erzeugt beim äthrische Masse. Ich lass mal die Gegner ranziehen. Oh, es ist ja furchtbar mit dem Knacke. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Okay, jetzt kriege ich gerade Bin ein noch nicht bereit. paar mehr. Ich bin noch nicht bereit. Aber das mit dem Ranziehen scheint wohl auch nicht so wirklich zu funzen. Ich bin noch nicht bereit. Backe. Ich bin noch nicht bereit. Was haben wir da?
Ja, komm, dann nehme ich dich. Führungselite-Gegner zu verdoppeln. Ich muss warten. Oh, eingefroren. Ich bin noch nicht bereit. Puh. Okay, ich bin trotzdem nur auf 51 Ich muss warten. von den Dingern her hier. Ah. Bin noch nicht bereit. Ich bin noch Okay, hier nicht sind noch bereit. mal 365. Achtundsechzig. Ich muss warten. Naja. Bin noch nicht bereit. Okay, 77. Ja, jetzt kommen die Dinger Ich teilweise, muss warten. aber irgendwie ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Mal zwei Ether. Nehme ich das. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich weiß, dass ich noch nicht bereit bin. Also laut denen, aber ich bin bereit. Davon mal ganz abgesehen. Ich bin noch nicht bereit. Wieder so ein Teil. Bin noch nicht bereit. Okay, jetzt hat es mit dem Ranziehen irgendwie gefunzt. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Was haben wir hier? Okay, so ein Boss. Bin noch nicht bereit. Okay, das scheint tatsächlich eine relativ gute Runde zu werden. Weil ich bin auf Ich bin jeden noch Fall nicht bereit. schon. Bei über 100. Ja, 107. Okay, höher kam ich jetzt nicht. Schön wär's, wenn das mal zwei dann bei den Endbossen auch gelten würde. Auch schon wieder drei Werbeunterbrechungen in einer Minute. Wie gesagt, sorry, da kann ich echt nichts zu. Warten. Beim Bin letzten noch nicht Stream, bereit. also nicht bei dem gestern, sondern ich glaube letzten Monat war das, wo ich ja, oder wo, auch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch ein Ich bin noch bisschen nicht bereit. intensiver gestreamt hatte. Habe ich tatsächlich mal gesehen durch die durch einen, was war es, ich glaube, 6-Stunden-Stream mit jede Stunde 5 Werbeunterbrechungen, habe ich bekommen ganze 0,01
Ein Cent. Okay, ah ja, einmal kann ich noch öffnen. Schade. Ja, 250 reicht halt leider nicht. Kommen die restlichen, öffne ich hier. So, was hab ich denn gekriegt? Ein Ring mit Greater Affix. Widerstand gegen Schaden gegen verwundbare Ziele. Okay, das ist schon mal nice. Okay, den sollte ich mir mal aufheben. Ne. Gut beim Töten von Gegner. Angriffsgeschwindigkeit, Stärke. Nein. Okay. Na gut, sei es drum. Hätte ja auch klappen können. Oh, sorry, Leute. Also mit dem ganzen Geknacke und so weiter, ich weiß nicht, woran das liegt. So, na. Achso, er lädt gerade da. Gut. So. Soweit so unspektakulär. Ja. Aber ich muss sagen, das, was ich bisher mitkriege, ist ganz nice. Ich finde es inzwischen auch okay, dass man die Dinger nur in diesem speziellen Dungeon da kriegt, beziehungsweise in der Höllenflut kriegt. Was das andere betrifft, ja, ich weiß es halt nicht, ne? Ja. Es ist schon ein bisschen ärgerlich. Ja, hier sind nur die Teile. Wobei, ich will jetzt mal gerade gucken. Und ich werde mal kurz den Charakter wechseln. Ja, blöderweise ist der Charakter weiterhin gelöscht. Also, ich habe Blizzard angeschrieben diesbezüglich, weil ich ihn ja aus Versehen gelöscht habe. Aber ich habe bisher keine Benachrichtigung diesbezüglich bekommen. Okay, da hätten wir... Okay, es ist an und für sich gar nicht so schlecht. Ja... Ich nehme es einfach mal mit rüber. Okay, da hatte ich maximales. Was haben wir da? Okay, Angriffsgeschwindigkeit, das brauche ich ja nicht. Hier ist ja auch leider Angriffsgeschwindigkeit drauf. Da ist Hieb drauf.
Ich nehme es trotzdem mal mit rüber. Nur mal, um zu gucken. Ja, da weiß ich nicht. Zwei. Ah, ne, das ist Hieb. Okay. Gucken, genau. Ja. Ja. Also ich werde jetzt noch ein paar Minuten streamen. Und dann muss ich gucken. Ich werde mir den Stream im Nachgang auch noch mal anhören, wegen dem Knacken und so weiter. Also Kraschi, falls du jetzt gerade noch zuhörst, oder dir das Ganze später dann noch mal anguckst, die Tipps haben auf jeden Fall geholfen. Zumindest für einen Teil. Ja, hier ist halt. Ne? Nein. So, da müsste ich halt nur sehen. Ja, da sind jetzt natürlich die falschen Werte drauf. Moment, aus. Ach, der hat auch sowieso nur maximales Leben anstatt Stärke. So. So, die muss ich ja dann nochmal austauschen. Ich werde es jetzt einfach nochmal versuchen. So, mehr als drauf gehen geht nicht. Da war ja Hieb drauf. Müsste aber Stärke und so weiter drauf. Also daher müsste halt nur dann einmal sehen, dass ich die Sachen da nochmal richtig drauf rolle. Das Ganze ist ja hier nur für ein PTR. Das hat ja mit dem Live-Server als solches überhaupt nichts zu tun. Daher ist das auch nicht so schlimm. So, hier kommt einmal bitte Elements hin. Hier kommt na, Iren. Iren. Ach, dann habe ich hier noch gar nicht alle Aspekte. Das verwirrt mich. Ach, ja, weil es auf Deutsch steht. Devilish. Okay. Okay. Ich muss es einmal tatsächlich wieder auf Englisch stellen. Oh. Sag mal, wie warm haben wir? Boah. Okay, kein Wunder, dass ich hier schwitze wie so ein Puma. Einmal bitte Text Englisch.
Upgrade starten. Das dürfte aber, denke ich mal, nicht allzu lange dauern, hoffe ich zumindest. So, aber nichtsdestotrotz, aus der Nase fließt kein Rotwein. Na. Okay, gut. Das ist das, das ist das, das ist das. Ach, ich stehe die ganze Zeit auf Offline. So, egal, sei es drum. Oh, ouch. Okay. Ja. Ich werde das jetzt noch einmal kurz testen und dann denke ich, werde ich den Stream für heute beenden. Morgen kommt, morgen und übermorgen kommen definitiv keine Streams. So. Okay. Da. So. Hier kommt dann nämlich einmal bitte nicht eh. Devilish rein auf die Waffe kommt Berserking Ripping. Auf die Handschuhe hat man Elements. Das Devils. So. Okay. Hier kommt noch mal Bolt hin. So, und bei den anderen, ja, das sind halt die beiden Legendären. Das ist klar, dass da nichts irgendwie funscht. So. Ich werde jetzt noch einmal, wie gesagt, das Ganze testen. Ja, und dann würde ich sagen, beende ich den Stream für heute. Oh. So. Aha. Jetzt sieht das Ganze auch schon mal doch noch mal wieder ein tatsächlich wenig anders aus. Klar fehlt mir jetzt hier das legendäre Großschwert und der Ring. Ich bin noch nicht bereit.
Naja, ich weiß, dass du noch nicht bereit bist. Ich auch nicht. Ich brauche mehr Wut. Ich bin noch nicht bereit. Hab aber trotzdem hier nur Ich zwei. muss warten. Ja, vier. Ich muss warten. So, wo kommt der? Wahrscheinlich kommt. Ach, da Ich kommt die bin noch nächste nicht Welle. bereit. Okay. Nur Ich bin noch nicht bereit. ganze sechs. Okay, da sehe ich gerade, liegt noch Nummer sieben. Ja, und der ist gerade weg. Okay, Events droppen 50% schneller. Das ist schon mal nice. Das ist echt schon mal nice. Ja, trotzdem nur sieben. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Wut. Aua. Ah. Ich muss warten. So. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Ich muss warten. Ah. Ah, es ist wieder so ein dämliches Event. Ich muss warten. Okay, da haben wir definitiv noch einen. Habe ich schon gesehen. 14, Welle 2. Bin noch nicht bereit. Puh. Okay, den schnapp ich mir erstmal. Egal. Ich klicke jetzt irgendwas. Mal gucken. Na. So. Muss warten. Und weg mit dir. Muss warten. Okay, da haben wir wieder einen. Der hat dann auch gleich Muss schnell warten. einen Schuh gemacht. 17. Puh. Nee, da ist dann irgendwas. Was nicht so ganz passt, sagen wir es mal so. Noch nicht bereit. Aber egal, sei es drum. 17 Sekunden noch. Habe nicht genug Brot. Ich muss warten. Was? So. Ich muss warten.
Okay, was hätten wir da? Mal zwei Archer. Jo. Oder Äther. Entschuldigung. Vielleicht kommen wir ja wenigstens auf 50. Mal gucken. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Ich muss warten. Ja, ich bin ja schon da. Nicht bereit. Okay. Ja. Die möchte ich gern bitte aufheben. 27. Ich bin noch nicht bereit. 29. Ich muss warten. Ich habe keine Wut mehr. Also ich habe keine Wut mehr. Okay. Und ein bisschen von mir, dann hast du genug. Nein, Spaß. Okay, aber trotzdem nur 33. Ich bin noch nicht. So. Dann wollen wir mal gucken. Ich muss warten. Ah, 4 Minuten. Okay. Also da muss ich echt dann zu gegebener Zeit mal prüfen, wie man es wirklich hinkriegt, in einem Run diese 250 Scherben zusammenzukriegen. Aber gut. Egal. Ich muss warten. So, ob jetzt allerdings in der Beta nochmal ein Stream kommen wird, kann ich euch nicht sagen. Je nachdem, wie das gesundheitlich bei mir aussieht. Ich muss warten. Ja, okay, na, nur 37 gekriegt. Na gut, egal. Sei es drum. Trotzdem mal 2, es war ein bisschen... traurig. Und ich weiß nicht, warum jetzt zum Beispiel... die Bosse jetzt hier nicht noch mal was droppen lassen, außer die Truhen. So, okay, dann kann ich hier nur noch einmal die Truhe öffnen und das war's. Also eine 250er Truhe konnte ich jetzt nicht öffnen. Schade ein bisschen. Na gut, ich würde sagen, trotzdem, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es hier in Diablo 4, dann allerdings auf dem Live-Server voraussichtlich weitergeht. Ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Restnacht. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer
Albtraumwolf, Wulf, Mingan.